Hallo und willkommen zu diesem Video. Hallo. Bevor es losgeht mit dem Video, wollen wir noch eine kleine Buchempfehlung aussprechen. Und zwar, wer uns ja schon länger verfolgt, der weiß, dass wir in Südosteuropa reisen waren für eine lange Zeit und da Sarah Matthias kennengelernt haben von The Happy Road. Den Kanal findet ihr hier oben links. Und ja. Und die Sarah, die ist eine richtig gute Schriftstellerin. Die hat ein Buch geschrieben über die Reise. Die sind im Winter nach Skandinavien gefahren. Richtig krass, was die alles erlebt haben. Ja, die beiden waren in Skandinavien und im Balkan über 7 Monate unterwegs. Und das als frisch verliebtes Paar. Und das ist echt sehr lustig und gut zu lesen geschrieben. Und wirklich ein Buch, das wir euch ans Herz legen wollen. Hier sieht man das Cover. Und den Link dazu, wo ihr das kriegt, findet ihr in der Beschreibung. Also echt empfehlenswert. Ja. Schaut einfach mal vorbei und es ist für jeden lustig. Also die noch nicht gereist sind und auch für Leute, die schon gereist sind, weil es sind einfach so ähnliche Sachen, die halt immer wieder passieren. Und genau, Höhen und Tiefen beim Reisen. Ja, kann man ein Lied von singen. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit unserem Video. Viel Spaß. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu einem neuen Video. Ja, letzte Woche gab es leider kein Video. Wir waren die letzten Tage damit beschäftigt, große Entscheidungen zu treffen, wie es weitergeht und überhaupt und sowieso. Mehr dazu findet ihr auf unserem Patreon-Profil. Der Link ist unten in der Beschreibung, da könnt ihr mal vorbeischauen. Da haben wir Videos gemacht zu der Zeit und was wir in der Zeit noch alles gemacht haben. Jetzt geht's weiter mit dem Grenzgang in die USA. Wir trennen uns, die Sophie und ich haben beschlossen, das geht einfach nicht anders. Also nicht deswegen, also was ihr jetzt denkt, sondern wir trennen uns, weil wir nicht anders über die Grenze kommen sonst. Und deswegen wird sie mit dem Flieger nach USA fliegen und ich werde über die Landgrenze nach USA einreisen. Und jetzt sind wir gerade in Vancouver und haben uns hier versteckt in einem Park im Schatten, weil wir eine Pause brauchen von dem Traffic Jam und den unglaublich vielen Autos und Menschen in der Stadt. Das ist einfach brutal. Wir sind es aber einfach nicht mehr gewohnt. Und ja, hier essen wir gerade unsere Henkersmahlzeit. Und ja, dann nehmen wir euch mit, jeweils. Sophie nimmt euch mit, ich nehme euch mit über die Grenze. Und seid gespannt, wie es läuft. Horror-Szenario. So, ich habe jetzt die Sophie am Flughafen abgesetzt und warte noch hier ein bisschen, bis sie gebordet ist. Und ja, es war schon ein bisschen traurig, aber wir sehen jetzt ja in 3 Stunden schon wieder in Seattle, wo ich sie am Flughafen abhole. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Grenze, zur Landesgrenze. Ich bin selber auch aufgeregt. Sophie ist auch aufgeregt, weil 2. Flug in ihrem Leben und dann schon gleich alleine. Ja, genau, machen wir es mal auf dem Landweg in die USA. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Covid-Test. Und das ist jetzt mein erster Covid-Test, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Zum Glück ist da keine Schlange, also ich komme gleich dran. Also ich bin jetzt am Gate. Da steht auch schon mein Flug dran, da um 17.40 Uhr. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber es ist zum Glück alles gut gelaufen mit dem Sicherheitscheck. Der hat zwar ein bisschen nachgefragt, aber warum ich jetzt genau nach USA einreisen möchte und... Ja, zum Glück war der echt freundlich und der war auch schon mal in Deutschland. Und dann war das gleich so ein bisschen lockerer alles. Also ja, genau. Jetzt bin ich echt froh, dass ich hier jetzt schon am richtigen Platz sitze. Und jetzt muss ich noch 1,5 Stunden warten. Sophie hat mir gerade geschrieben, dass sie im Flieger sitzt, also es hat alles geklappt. Ein negativer Covid-Test und Boarding, alles funktioniert. Und ich bin jetzt losgefahren. Zu allem Unglück ist noch mein Phone-Plan gecancelt worden, weil ich nicht mehr aufgeladen habe. Das heißt, ich habe kein Internet, das ist richtig beschissen. Aber wir müssen es jetzt irgendwie so machen.
Und ich bin jetzt auf dem direkten Weg zur Grenze. Ich nehme euch mit und guck mal, wie ich an der Grenze filmen kann. Ich bin da eher so ein bisschen zurückhaltend. Manche filmen ja direkt in Beamten, da bin ich nicht so der Typ. Ich bin da irgendwie so zu nervös und ich weiß nicht, ich will da nicht, dass die dann irgendwas finden. Ja, egal. Also auf jeden Fall mal schauen, wie viel ich filmen kann. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Hier ist noch die Möglichkeit, ein letztes Mal für 1,65 $ zu tanken. Ach du Scheiße, ist richtig teuer geworden jetzt. So günstiger Spritpreis war ja damals, keine Ahnung, gut, es war zu Covid-Zeiten, aber selbst in Whitehorse hat es nicht so viel gekostet, in Yukon, das ist echt heftig. Aber ja, in den USA wird es jetzt wahrscheinlich sehr viel günstiger sein. Once again, we want to thank you for joining us, and we look forward to seeing you again soon. Welcome to the States! Oh my God. Es war einfach so lame. Wir haben nur ein paar angeschaut und dann durch. So wie es eigentlich alle gesagt haben, aber ja. Ich natürlich trotzdem wieder voll in Panik. Jetzt hoffen wir mal, dass die Sophie auch noch rüberkommt. Und dann kann's losgehen mit dem neuen Abenteuer USA. Also ich bin jetzt angekommen und ich warte jetzt auf den Thomas. Der ist auch schon gut über die Grenze gekommen, hat er mir schon gesagt. Ja, hier ist deutlich mehr los als in Kanada. Es ist echt krass, was hier los ist. Trotz Corona, der Flughafen ist voll. Also anders als in Kanada stehe ich hier im Stau zum Flughafen. Echt krass. In Kanada ist einfach ausgestorben. Und hier stehe ich im Stau und hier oben in der Line ist eine vierspurige Freeway, die es im Flughafen gibt. Das ist einfach ein richtig heftiger Stau. Also echt witzig, die Gegensätze. Also der Verkehr hier ist der Wahnsinn, echt. Also ich saß heute eh schon 5 Stunden im Auto oder so. Oder naja, was sind dann nur 200 Kilometer, glaube ich, aber. Trotzdem ist halt viel Verkehr und so und das zieht sich und es ist schon 9:30 jetzt, ne, es ist kurz vor 10 und ich bin jetzt am Flughafen, mein Tank ist leer, lauter Aufregung, vergessen zu tanken. Ja, es sieht inzwischen wieder besser aus, gerade am Runterweg, weil das so steil war, hat die Tanknadel irgendwie auf einmal fast null angezeigt, war im roten Bereich und das ist mal ganz gefährlich, weil wir lernen die rote Bereich. Aber jetzt ist es wieder ein bisschen orangener. Mal gucken, wenn wir rauskommen, dass wir gleich Sprit bekommen. Und dann suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen. Aber jetzt holen wir uns erstmal die Sophie zurück. Das ist so krass. Ganz normaler Flughafenbetrieb. Im Vergleich zu Kanada, Vancouver ist auch ein riesen Flughafen. Kein Mensch. Hier alles voll. Und ein Sophiechen. Hallo, ich bin auch. Guten Morgen und willkommen in der USA. Ja, gestern Abend war es doch noch recht lang, bis wir dann ein schönes Plätzchen außerhalb der Stadt gefunden haben. Aber es war uns wichtig, dass wir gut schlafen können in der Nacht und heute den Tag wieder frisch starten können und gleich anfangen können hier auf der Halbinsel beim Olympus-Nationalpark Sachen zu entdecken. Das machen wir heute und die nächsten Tage und schauen so, was es hier zu sehen gibt. Also wir sind jetzt gerade in Washington State, an dieser kleinen Halbinsel, da wo der Olympiapark ist, also der Olympia National Park. Und da gibt es einen riesigen Strand entlang an der Westküste und da kann man auch ein bisschen entlang fahren und sich ein schönes Plätzchen suchen und den Tag am Strand verbringen.
Und das machen wir gerade. Ja. Am besten nicht stecken bleiben und von der Brandung erwischt werden. Wir haben uns jetzt einen Stellplatz gesucht und die Brandung ist ziemlich krass. Und wo wir gerade stehen, wenn die Flut kommt, werden wir wahrscheinlich auch mitgenommen. Aber der Sand ist schön fest, also da habe ich jetzt keine Bedenken, dass wir stecken bleiben. Wir schlagen mal das Dach auf und dann holen wir uns erstmal ein kühles Getränk, weil es hat nämlich 30 Grad. Guten Morgen und herzlich willkommen aus dem Regenwald, dem Westkust-Regenwald, also das, was auch schon im BC und Rufino war, gibt es hier natürlich auch an der Westküste und es ist so schön. Die Bäume sind riesig. Wie wir in Washington weiterfahren und wie unsere grobe Route aussehen wird, verraten wir das nächste Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Video. Tschüss!